wir die Situation an den Märkten kontrovers diskutieren, dachte ich mir, wir schauen etwas hinter die Fassade unserer Panelisten, die man ja sonst nur in Presse, Funk und Fernsehen zu Fachthemen hört. Daher nun zu Beginn eine sehr schnelle Warm-up-Runde. Sehr schwer für Herrn Halver die Voraussetzungen, denn sie dürfen nur mit einem einzigen Wort beantwortet werden. Gerhard, wir fangen bei dir an und machen es dann reihum. Krawatte oder Fliege? Krawatte. 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 Nix. Eine vieldeutige Antwort. Strand oder Berge? Strand. Beides. Strand. Beides. Robert, wir machen bei dir weiter. Lack oder Leder? Nein, Spaß. Sportwagen oder Oldtimer? Oldtimer. Cabrio. Traktor. SUV. Sie sehen es, 4 Panelisten, 9 Meinungen. Wie im richtigen Leben. Fahrrad oder Motorrad? Fahrrad. Motorrad, Harley Davidson, wird demnächst teurer. Kein Zweirad. Fahrrad. Jetzt eine leichte Frage. Ulf, Bayern oder Nürnberg? Nürnberg. Bayern, FC Ruhmreich. BVB, ich möchte es nochmal sagen. Der Bessere zu jeder Zeit. Zimt oder Chili? Chili. Chili. Zimt. Wasser oder Wein? Jetzt Wasser, nachher Wein, noch lieber Weißbier. Immer nur aromatisiertes Wasser. Also Wein. Trockenen Riesling. Rock oder Klassik? Rock. Rock and Roll. Im weitesten Sinne alles, was man als Rock bezeichnet, ja. Machen wir gleich bei dir weiter, Gerhard. Fußball oder Museum? Mit 2 Jungs ist es immer Fußball. Fußball. In der Zwischenzeit Museum. Fußball, sorry. So, die letzte flapsige Fragerunde gleich fachlich. Bitcoin oder Goldmünzen? Goldmünzen. Goldmünzen. Gold. Der Zahnarzt hätte das Gleiche geantwortet. Nachdem wir viel Persönliches erfahren haben, beschäftigen wir uns nun mit den Märkten. Gerhard, im Mai gab es den 6. Rückgang der IFO-Konjunkturerwartungen in Folge. Woran liegt es? Wie geht es weiter? Ja, bei den Konjunkturerwartungen haben wir Ende letzten Jahres einen extremen Optimismus gehabt. Rückstände, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben in den Erwartungen und ein Goldilocks-Szenario, das von vielen herbeigeredet wurde. Und es war damals eigentlich schon klar, dass es so nicht kommen kann oder zumindest nicht viel besser werden kann. Und es kam dann doch relativ schnell eine Verschlechterung, die ich denke, die jetzt nicht nur an den Gründen liegt, die so kolportiert wird, weil das Wetter zu schlecht war, weil die Feiertage ungünstig gelegen haben, weil wir Streiks hatten, sondern ich denke schon, dass wenn man sich Größen anschaut, monetäre Indikatoren, die zeigen an, ganz klar, nicht nur in Deutschland, sondern global, es wird mit dem Wachstum nicht so gut kommen, wie erwartet. Und glaube ich, ist das zugrunde liegende Thema für dieses Jahr. Wir haben 2 Jahre hinter uns, wo alles in eine Richtung gegangen ist, wo wir sehr gute Konjunkturzahlen gehabt haben, vielmals positive Überraschungen gehabt haben. Aber das ist nicht die Normalität, sondern die Normalität ist, dass es eben in Zyklen verläuft. Und der Zyklus, in dem wir uns jetzt befinden, ist der Zyklus nach unten. Herr Bader, woran liegt es? Ich weiß es nicht. Vielleicht an der vorangegangenen Euphorie. Denken wir daran, dass im Herbst vergangenen Jahres, bis zum Ende des Jahres etwa, eigentlich Euphorie geherrscht hat. Alles deutete nur aufwärts hin. Und es musste irgendwo eine Reaktion kommen. Und diese Reaktion haben wir jetzt. Ich bin auf der anderen Seite der Überzeugung, dass die Gegenreaktion wieder kommen wird. Wir werden meiner Meinung nach einen weiter steigenden, starken Dollar haben und der wird die deutsche Konjunktur wieder beflügeln.
Ulf, bei dir weiß ich die Antwort, weil wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten. Ihr setzt auch auf einen steigenden Dollar, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Machen wir gleich weiter mit dir. Politische Risiken haben wieder an Bedeutung gewonnen. Trump, Handel, Geopolitik, Italien. Wie schätzt du die Gefahr ein, dass daraus ein nachhaltiger Gegenwind für die Finanzmärkte wird? Ich glaube, da lohnt mal ein Blick nach Japan, um diese Frage zu beantworten. Warum Japan? Leuchtet ja jetzt nicht sofort ein, aber Japan ist im ersten Quartal, und wir kommen ja aus diesem Goldilocks und globaler synchroner Aufschwung, Japan ist im ersten Quartal um minus 0,6 Punkte geschrumpft. Und das ist doch, glaube ich, überraschend, wenn man überlegt, worüber wir gerade reden. Und ich glaube, das ist vor dem Hintergrund, dass die japanische Notenbank immer noch Vollgas gibt. Also wir alle könnten, wenn sie so weitermachen, Ende 2020 keine japanischen Staatsanleihen mehr erwerben. Nicht, dass ich das machen wollen würde, aber es geht facto nicht mehr, weil es ausverkauft ist. Und es kommt noch dazu, Japan ist eigentlich wunderbar positioniert für die Themen der Zeit. Robotertechnik, Automatisierung, Internet of Things. Da kommt es doch ein wenig überraschend, dass Japan auf dem Weg vielleicht in einer Rezession ist, weil im zweiten Quartal waren die Daten auch nicht besser. Also ich glaube, das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Und der einzige plausible Grund ist, dass aufgrund dieses Themas Nationalismus, Protektionismus, Trade War, wie auch immer man das nennen mag, doch eine deutliche Investitionszurückhaltung aller Orten ist, und die deutsche Wirtschaft ist strukturell einfach vergleichbar mit Japan. Also insofern, glaube ich, stehen die Zeichen da, bin ich bei Ihnen. Man muss aufpassen. Gehen wir zum Robert Halber über. Zunehmendes politisches Gewicht von Populisten und Euroskeptikern, die Diskussion über einen Schuldenschnitt für Griechenland und Italien, ausbleibende Umsetzung der politischen Visionen von Macron, wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr der Euro-Krise? Die Frage ist, ob wir die jemals denn gelöst haben. Wir haben einfach nur eine Stabilität gehabt, die haben wir dann auf den Mond geschossen, da ist sie auch geblieben. Stabilität kommt nicht zurück, das heißt, wir haben eine Euro-Krise, weil wir beim Etikettenschwindel zu tun gehabt haben. Wir haben uns die Stabilität verkaufen lassen und die Schuldenunion bekommen. Das heißt, wir sind in der Krise. Damit es aber nicht zu einer Krise der Stabilität der Eurozone an sich kommt, werden wir diesen Weg der Schuldenunion unbeirrt weitergehen. Das haben wir heute schön gesehen von der EZB, ja, die wie bei einer Schluckimpfung, Sie kennen das noch, ja, Schluckimpfung ist süß. Man verkauft uns zwar irgendwo das Ende der Anleihekäufe, aber wann hat es das jemals gegeben, dass in der Notenbank eine große, also nicht die von Burkina Faso, eine große, sagt, bis September des nächsten Jahres gibt es keine Zinserhöhung. Das ist Planwirtschaft, damit es nicht zusammenfällt und damit der Fall von Rom verhindert wird. Wird alles in der EU und der Eurozone dafür getan, damit es auch wirklich nicht so kommt. Das heißt, Italien wird mit Populismus wird sicherlich einfordern und die EU wird liefern. So läuft das heute, damit auch ja nicht das Land des Lächelns, die EU, die Eurozone aufhört zu lachen, sondern Traurigkeit hat. Und sagen wir noch etwas zur Konjunktur. Es wäre das Schlimmste für die Finanzmärkte, wenn die Konjunktur weltweit in Europa vollmundig und richtig laufen würde, dann müsste eine EZB, selbst die EZB, einschreiten. Also von daher, es ist pervers, aber die Liquiditätshosse, sie ist nicht tot, sie ist nach wie vor da. Und solange ein Trump in Amerika ja, aus G7 6 mit dem Ex macht, ist klar, Europa wird dagegen halten und wenn die Konjunktur schlechter wird, ist es wunderbar, die EZB wird nichts dagegen machen müssen. Das ist gut für die Aktienmärkte. Wir haben heute beim DAX das erste Mal wie 13 vorne stehen. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass da etwas anbrennt. Als Stabilitätsanhänger, hier vorne sitzen Sie mindestens, ja, und Value-Anhänger sogar, muss man sagen, machen wir das Beste draus. Ne? Wenn es eben dann regnet, muss man Schirm dabei haben, den Rettungsschirm der EZB.
Herr Bader, wir waren ja gemeinsam vergangene Woche in Hamburg, durften schon den Ausführungen von Professor Sinn lauschen. Sie, glaube ich, sind sehr nah dran gewesen an dem Griechenland-Thema in den vergangenen Tagen und haben da auch einen bekannten Politiker getroffen. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist die Euro-Krise jemals weggewiesen oder besteht die Gefahr oder sind wir vielleicht mittendrin? Wir sind weiterhin mittendrin in der Euro-Krise. Und die wird uns auch weiterhin begleiten. Ich glaube nicht, dass die so schnell zu Ende geht. Ich kann Herrn Halver nur zustimmen. Die EU, die Politiker werden alles dafür tun, dass die EU zusammenhält, dass der Euro bestehen bleibt und dass niemand aus dem Euro austreten kann. Das bedeutet, wir haben und leben eigentlich in einer ständigen politischen, europäischen Krise. Aber jetzt frage ich Sie, wen interessiert das heute noch? Haben Sie Zuckungen des Marktes gesehen, als vor 14 Tagen in Italien die einjährigen Staatspapiere von minus 0,3% an einem Tag auf 3% hinaufgeschnellt sind? Haben Sie irgendwelche Märkte gesehen an den Aktienmärkten, die wirklich eingebrochen sind? Das war doch ein Non-Event an den Aktienmärkten. Der DAX steht heute höher als damals. Der Dow ganz genauso. Wo sich's zeigt, das ist lediglich im Dollar. Der Dollar wird stärker. Der Dollar hat darauf sofort reagiert und der Dollar ist sofort stärker geworden. Gerhard, teilst du diese Meinung? Ja, ich denke aber schon, dass man sehen muss, dass wir natürlich in vielen Bereichen schon Veränderungen haben. Kleine Verschiebungen, die so ein bisschen zeigen, dass es in der Welt mit der Risikoaversion doch ein bisschen stärker geworden ist. Ja, wir sehen in den Emerging Markets teilweise Probleme. Wir sehen in einigen Emerging Markets Ländern natürlich, die man in den Nachrichten hört, dass da Probleme sind. Aber wir sehen auch, dass in den Emerging Markets die Zinsspreads wieder auseinanderlaufen. Wir sehen es in den Corporate-Märkten, dass da auch die Zinsspreads auseinanderlaufen. Klar, die Sovereigns, das ist immer nur so eine Sache, wie stark wird eine politische Krise hochkochen. Aber ich sehe schon die Gefahr, dass wir vielleicht in den Credit-Märkten am Beginn eines neuen Widening-Trends sind, mit vielleicht perspektivisch einem Default-Zyklus, der irgendwann auch mal wieder kommen kann. Und das wäre à la longue, ich gebe Ihnen recht, für die nächsten Monate mache ich mir jetzt auch keine großen Sorge, aber ich glaube schon, dass vielleicht im nächsten Jahr das Thema dann doch wieder ein bisschen stärker diskutiert werden kann, weil diese Entwicklungen haben immer eine sehr lange Vorlaufzeit. Und wir haben in den ganzen Volkswirtschaften einen extremen Schuldenaufbau gesehen, vor allem in China. Dort werden die Wachstumszahlen auch schlechter und ich kann mir schon vorstellen, dass in China speziell auch dann dieser Default-Zyklus zuschlagen kann. Ulf, die allgemein erwartete Rückkehr der Inflation blieb bis dato aus. Wie entpuppt sich das für das Finanzmärkte zentrale Thema? Ich glaube, wir sehen gerade die Rückkehr der Inflation. Nicht in Japan, das hatten wir gerade das Thema, in anderen Regionen schon. Es dauert halt einfach alles etwas länger. Die Gründe dafür sind sicherlich sehr, sehr vielfältig, aber wo man sie definitiv sieht, ist in den Ländern, die Sie gerade angesprochen haben, in den Emerging Markets. Und zwar vor allen Dingen durch den starken Dollar bedingt. Und wir haben gestern die Fed gehört, wir ziehen die Zinserhöhung durch, wir ziehen sie vor, spricht alles weiterhin für einen starken Dollar. Und ich nehme mal gerne das Beispiel Argentinien, das ist jetzt kein großes Land, aber Dollar, argentinische Peso, ein Jahr plus 56%. Und das ist für eine Volkswirtschaft, die größtenteils in Dollar verschuldet ist, nicht zu handeln. Und selbst bei kurzfristigen Zinsen von 40% ist das ein Problem. Wie dann die Wirtschaft noch wachsen soll, das ist natürlich eine Frage. Jetzt reden wir über Argentinien, wir reden über Brasilien, wir reden über Südafrika, wir reden hier über die Türkei. Aber was noch wichtiger ist, aus meiner Sicht perspektivisch, wir fangen an, langsam über Asien zu reden, über Philippinen, Indonesien und final Indien. Und das sind, glaube ich, in der Summe, ist alles noch nicht dramatisch, aber ich glaube, in der Summe ist es für diese Region wirklich schwierig, mit diesem Zinserhöhungszyklus
den wir in den USA haben, gerade umzugehen. Ist das für die beiden Vertreter in der goldenen Mitte Schwarzmalerei oder teilt ihr die Ansicht? Also ich möchte mal mit dem Meer einer wirklich restriktiven Geldpolitik der FED aufräumen. Ja, wir haben die 7. Zinserhöhung gesehen. Meine Damen und Herren, nach Inflation sind wir deutlich tiefer als zu Beginn des Zinserhöhungszyklus. Punkt. Das ist keine restriktive Geldpolitik. Zum Vergleich, eine deutsche Bundesbank hat immer darauf geachtet, dass der Discountsatz oberhalb, oder fast immer darauf geachtet, dass der Discountsatz oberhalb der Inflationsrate gelegen hat. Machen wir es weiter für die Renditen in den USA, die 10-Jährige. Die sind heute nach Inflation niedriger als zu Beginn der Tapering-Phase. Ist das restriktive Geldpolitik? Nein. Und ich bin ja nicht der Meinung, dass der Dollar so massiv stark wird. Er wird etwas stärker werden, aber nicht so massiv stark, weil Herr Trump und Herr Powell nicht wollen, dass die Zukunftsregion Amerikas, das ist der pazifische Raum, das ist nicht mehr Europa, das haben wir ja am letzten Wochenende sehr deutlich gemerkt. Und wenn sich Herr Trump mit seinem neuen ziemlich besten Freund Kim Jong-un trifft, dann sieht man natürlich auch, das ist die Region, da will er hinein. Und die wird er nicht mehr kaputt machen. Nochmal nur im entferntesten einer Asienkrise wie 97, 98, ist Schluss mit lustig. Ich bin beim Gerhard, ne? Definitiv, dass man die Spreu vom Weizen trennen muss. Ich würde die Türkei, Argentinien, Brasilien mit der Kneifzange nicht anpacken, aber die Länder, die ihre Hausaufgaben machen, die Leistungsbilanzüberschüsse haben, die etwas tun, die Digitalisierung gewinnen wollen, die kann man nach wie vor anpacken und Amerika wird diesen Ländern nicht wehtun. Also die Angst, dass hier eine restriktive Geldpolitik droht, ist auch schon aus dem Grund überhaupt nicht gegeben. Schauen Sie sich die Verschuldung in Amerika an. Ja, die Kreditkartenverbindlichkeiten, die Autokredite, was haben wir noch, die Studentenkredite. Wie will man denn da wirklich massive Zinserhöhungen machen? Glauben Sie, Herr Trump möchte nicht wiedergewählt werden? Der Mann, der will wiedergewählt werden und ich fürchte, er wird wiedergewählt werden. So ist es. Also von daher, die Angst habe ich eben nicht, dass das Märchen oder das Märchen der Rückkehr einer Stabilitätspolitik der US-Notenbank uns hier treffen wird. Der Tsunami der Rückkehr der Stabilitätspolitik ist im Grunde genommen nur das Wellenschlagen am Baggersee. Da drängt sich die Frage gleich für den Aktienstrategen auf, wenn sich wie von allen Teilnehmern, Herr Bader hat es gesagt, Ulf Becker ist Long Dollar, die ganze Gesellschaft, Robert, du hast auch nicht widersprochen, die Erholung des Greenbacks fortsetzt. Was bedeutet das für die europäischen Finanzmärkte konkret? Was sagt der Stratege, was machen dann Anleihen und Aktien? Ja, auf der einen Seite muss man sagen, klar, der Dollar hilft uns natürlich. Und der Herr Bader hat es ja auch schon angesprochen, wenn wir wirklich einen stärkeren Dollar sehen, dann wird uns diese Wirtschaftsschwäche, die wir jetzt vielleicht sehen, nicht so wirklich wehtun im ersten Schritt. Aber man muss auch sehen, dass ein starker Dollar natürlich auch ein ganz klares Signal ist, dass diese Reflationierungstendenz, die wir gehabt haben seit Mitte 2016, da hatten wir gerade auch hier unsere erste Vermögensverwaltertagung an dem Kurs. Du meinst den Tag, als wir 4.000 Einzeldepots und 900 Millionen Depotvolumen hatten. Ich hatte es heute schon mal gesagt, wir sind heute über 20.000 gegangen und sind bei 3,2 Milliarden und mit Ihrer Hilfe hoffentlich im Jahr 2022 bei 75.000 Depots. Genau. 50 Euro die erste verdient. Diese Entwicklung wird weitergehen, Olli. Aber ich glaube, die Entwicklung an den Finanzmärkten wird sich schon ein bisschen verschieben. Denn ein starker Dollar ist einhergehend auch mit niedrigen Zinsen. Und wir haben ja eins gesehen, dass wir jetzt in diesem Jahr uns alle die Augen gerieben haben, weil die Zinsen wieder gestiegen sind. Treasuries über 3% im 10-jährigen und im 30-jährigen Bereich beispielsweise. Aber ich sehe schon das Szenario eines starken Dollars auch sehr stark verknüpft mit dem Zinsausblick. Und das bedeutet für mich, dass viele Länder wieder einen stärkeren Dollar brauchen. Und das ist eigentlich ein disinflationärer Trend, ein disinflationäres Umfeld, was auch für weiter niedrig bleibende Zinsen sprechen würde. Und deswegen ist es so, dass man sagen kann, auf Sicht der nächsten 6 Monate oder vielleicht ins nächste Jahr hinein, kann man an den Aktienmärkten immer mal wieder, auch wenn die Märkte fallen, wieder auf den steigenden Markt setzen. Aber ich glaube, dass sich das Paradigma verändert, dass wir eben nicht mehr diesen reflationären Bias haben, wo sehr stark zyklische Aktien outperformed haben, wo sehr stark auch schlechte Qualität outperformed hat, sondern dass wir wieder zurückkommen zu Qualität und dass das im Prinzip viele Investoren dazu führen muss, ihre Portfolios deutlich umzuschichten. Herr Bader, sagt Ihre Glaskugel das Gleiche?
Eine Glaskugel ist ja etwas anders aufgebaut. Ich habe ja meine eigenen Indizes. Ich schaue nicht auf den Dow Jones, nicht auf den DAX. Der Mist interessiert mich nicht. Entschuldigung. Ich habe eigene Indizes von fast allen Ländern der Welt. Die zeigen mir einfach an, dass das Geld nach Amerika geht. Wohin gehen die Kapitalströme? Und wenn die Kapitalströme nach USA gehen, dann muss der Dollar fester werden. Klar verstanden. Wir haben über Dollar gesprochen, über die Auswirkungen eines starken Dollars für Anleihen und für Aktien. Robert, meine Frage an dich, die viel diskutierte Zinswende. Wir sehen zwar in Italien etc. Zinsbewegungen, aber eine signifikante, dauerhafte Änderung gab es noch nicht. Ist die Zinswende in der Eurozone abermals vertagt? Also dein Sohn ist 13, richtig? Ne? Oder? Ja. Hast du eben gesagt. Ich denke, eher wirst du Großvater, als dass du erlebst. Also ich habe bei ihm schon vieles erlebt und ich befürchte Schlimmes. Nein, er kann sich ja noch Zeit lassen, obwohl er... Okay, aber eher wirst du Großvater, als du in Europa erleben wirst, dass eine Notenbank wirklich restriktiv wird. Und da gibt es ja die, die sagen, aber im nächsten Jahr im November, da wird alles besser. Dann kommt der Herr Weidmann, nicht? Weidmanns Heil. Der Weidmann hat jeden geldpolitischen Beschluss der EZB mitgetragen. Dazu. Zweitens, wenn der Herr Weidmann EZB-Präsident wird, Deutscher, die EZB in Deutschland sitzt, was werden die Franzosen als Kompensationsgeschäft verlangen? Das will ich mir gar nicht ausmalen. Und was nutzt denn ein vermeintlicher Falke bei der EZB im Direktorium, der von Tauben umzingelt ist, die ihn, entschuldigen Sie bitte, zukacken von morgens bis abends? Nichts. Also, kannst dich schon mal daran freuen, auf deine Zukunft, auf deine private. Ich sehe nicht die große Zinswende, überhaupt nicht. Und Inflation ist für mich sowieso eine Lüge. Wenn man die Inflationsraten mal weltweit richtig messen würde. Ich bin jedes Jahr in Florida, in zwei Wochen auch wieder, haben wir Freunde. Da gibt es drei Produkte, wo ich mir die Preise mal angucke. Das ist Cream Cheese, ja, das ist Toast und Bier, was die Bier nennen. Bei uns nehmen wir das zum Imprägnieren des Autos, anderes Thema. Kann man keinem Esel ins Ohr schütten, aber ist egal. Wenn ich da die Preise, Walmart, Naples, selber Walmart jedes Jahr sehe, dann komme ich auf, ist nicht repräsentativ, ist mir schon klar. Mir ist auch klar, dass die Amerikaner nicht nur Toastbrot essen, Bier trinken und Philadelphia, jetzt habe ich den Namen auch gesagt, essen. Aber wenn du da die Inflation misst, komme ich auf 6-8%. Jetzt überleg mal, was das für eine Entschuldung der Welt bedeutet, die mit 230 Billionen verschuldet ist. Super. Das lässt man sich doch nicht kaputt machen. Man macht schon auf Inflation, nur man gibt es nicht zu. Und das ist eben das, wo ich mal sage, Geldpolitik ist auch nur Politik. Es wird gelogen von abends, morgens bis abends und abends geht man zur Kirche und büßt seine Sünden, alles wieder gut. Wir werden an der Nase rumgeführt, aber ist egal, solange die Aktienmärkte davon profitieren, soll es mir recht sein. Wir haben viel über Glaube gerade gehört. Das erinnert mich wieder an den ersten FC Nürnberg. Die hatten mal einen hervorragenden Spruch, muss ich sagen, fand ich toll. Liebe, Glaube, Leidenschaft. Das gilt ja im ganzen Leben, hat aber damals nicht zum Aufstieg geholfen. Damals hat ein bisschen gedauert. Wie ist dein Glaube an eine Zinswende, Ulf? Die ist nicht existent aus den Gründen. Wir haben einfach viel zu viele Schulden und wir machen immer mehr und immer exzessiver. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den KKR-Deal mit Envision verfolgt hat. KKR hat Envision übernommen und KKR hat so viel Eigenkapital eingesammelt und trotzdem wird dieser Deal mit dem 7,25-fachen gehebelt. Und da denke ich mir, hey, das habe ich schon mal gehört. Und das ist damals nicht gut ausgegangen. Und das ist wieder dieses billige Geld, das führt wieder dazu, zu diesen selben Mechanismen, zu dem Thema Gier, Übermut. Und Banken spielen es auch wieder mit, weil irgendwoher kommen diese 7,25 Hebel, Leverage Loan, ja eben. Und deshalb, wir machen immer mehr Schulden, wir bauen immer mehr Schulden auf. Und es gibt halt einfach nur einen einfachen, bequemen Weg, lass ihn uns weginflationieren. So einfach.
Herr Wader, das nächste Thema führt uns zum Domizil, wo wir quartärlich gemeinsam hinreisen in die Golfregion. Der Ölpreis hat sich vor gut 2 Jahren begonnen zu erholen, seit dem Tief fast verdreifacht. Wird dies das Wachstum dämpfen und die Unternehmen in Europa über höhere Kosten belasten? Müssen ähnliche Maßnahmen ergriffen werden, wie es die Baderbank ergriffen hat? Wir haben nämlich hier eine E-Tankstelle, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber wie sehen Sie die Situation rund um den Ölpreis und welche Konsequenzen hat dies für die europäischen Unternehmen? Es wird dieselben Konsequenzen haben, die es früher ebenfalls schon hatte, nur in wesentlich abgedämpfterem Maße, weil der Ölpreis in der Zwischenzeit nicht mehr so steigen kann, wie er das früher getan hat, weil wir heute, und das wissen die ölproduzierenden Länder in der OPEC, die wissen das ganz genauso, sie können den Ölpreis nicht mehr weiter steigen lassen. Ansonsten kommen die Amerikaner mit ihrem Fracking. Ansonsten wird bei uns weiterhin gemacht in alternative Energien. Und das wird auf Dauer aus diesem Grunde den Ölpreis von vornherein dämpfen. Was mir mehr Sorgen macht, das ist, dass es bei uns, durch den steigenden Dollar natürlich, bei uns in Deutschland, die Inflation befeuern wird. Und das sehen wir ja bereits. Die EZB redet immer davon, sie will durch ihre Politik, will sie haben, dass die Inflation steigt. Hat sie das jemals geschafft? Meiner Meinung nach gar nicht. Die Inflation bei uns hängt rein von den Energiepreisen ab. Sie steigt und fällt mit den Energiepreisen. Und wenn das Öl teurer wird und der Dollar steigt, dann wird es auf uns doppelt, bei unseren Energiekosten, doppelt wird es durchschlagen. Nur ich glaube, von der einen Seite, nämlich von den Ölpreisen her, wird es irgendwo begrenzt sein. Und aus diesem Grunde wird es nicht mehr so schlimm kommen wie vorher und deswegen wird auch bei uns unsere Inflation nicht so stark steigen. Sie wird noch ein bisschen weitergehen, aber meines Erachtens nicht mehr so weit. Und es wird aus diesem Grunde auch die Aktienmärkte und vor allem die Rentenmärkte überhaupt nicht mehr interessieren. Früher haben steigende Inflationsraten die Rentenmärkte sofort und auf der Stelle in den Keller geschickt. Das heißt, die Renditen sind sofort gestiegen. Wenn heute die Inflationszahlen bei uns rauskommen und sie sind höher, führt das zu steigenden Renditen? Haben Sie das gesehen in den vergangenen 5 Jahren? Jemals wieder steigende Renditen dadurch? Ich nicht. Es interessiert niemanden mehr. Weil die Antwort nämlich darauf früher von der Zentralbank immer war, die Zinsen heraufzusetzen. Und da gehe ich mit Herrn Halber konform, sie können nicht mehr steigen. Steigen ist für mich das Stichwort. Im ersten Quartal gab es in Amerika die erste 10% Korrektur im S&P 500 seit 2 Jahren. Jetzt haben wir zwar ein paar Tage wieder Bullmarkt erleben dürfen, gerade im Moment auch, du hast es gesagt, in Europa DAX über 13.000, aber wir sind bei Weitem in Amerika, nicht bei den All-Time-Highs, die wir vorher gesehen haben. Geht, lieber Gerhard, der Aktienmarkt Hosse langsam die Luft aus? Ja, ich denke schon, dass es selektiver wird und dass wir uns jetzt in einer Schaukelbörse befinden, die halt mal ein bisschen austestet, wie weit können wir fallen, wie weit kann es dann wieder nach oben gehen. Da werden wir sicherlich die ein oder anderen Märkte sehen, die auch noch ein bisschen steigen können. Wir haben heute beispielsweise ein neues All-Time-High oder zumindest Verlaufs-High im Nasdaq 100. Und da sieht man schon, dass sich das Ganze ein bisschen... Wenn ich dir kurz unterbrechen darf, auch Ihre Anwesenheit hier hat einen enormen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. Ich habe es gerade gecheckt. Seit dem Beginn des Panels ist der DAX um 100 Punkte gestiegen. Und wenn man sich aber auf der anderen Seite anschaut, wie sich notorische Underperformer über die letzten Jahre entwickeln, muss man sagen, gerade die Banken dieses Jahr sind eine große Enttäuschung. Ja, und das ist halt schon eine Art, wo man dann sagen muss, irgendwie passt es nicht so ganz zusammen. Und ich glaube, dass es halt stärker über Rotationen ablaufen wird. Wir werden selektivere Märkte sehen und das wird es auch für die Gesamtindizes erschweren, dass wir hier wirklich nochmal deutlich nach oben gehen in den nächsten 6 bis 12 Monaten in meinen Augen.
Wenn sich diese Selektivität verstärkt, und ich glaube, da gibt es gute Gründe dafür, dann wird es vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen ungemütlicher auch an den Aktienmärkten werden. Ich versuche jetzt mal Kontraindikator zu sein. Normalerweise sagen ja quantitative Anleger, wenn die Leute zu bullish oder zu bearish sind, geht es in die andere Richtung. Wir sind Märkte, der ist bearish, also ein gutes Signal, dass wir weiter steigen. Robert, wie ist deine Meinung? Nein, ich bin nicht bearish, im Gegenteil. Der Gerhard hat den Nasdaq angesprochen, TecDAX ja auch fast am All-Time-High. Übrigens, ein klarer Beweis, dass Zinsangst mausetot ist. Warum sollten höher bewertete, vom KGV höher bewertete Titel, die normalerweise bei Zinsangst immer aufgefressen werden, die keine Dividendenrendite haben, um gegen höhere Zinsen anzustinken, warum sollten die so hoch laufen? Nein, das ist das Blockbuster-Thema, da bin ich bei dir, selektiv Digitalisierung. Die machen es immer noch nicht klar, was das bedeutet. Ich habe das schon 3-4 Mal erzählt, ich bin langweilig, ich sage es trotzdem nochmal. Wenn in Köln-Niel bei den Fortwirken mit der Betriebsleiter sagt, in 10 Jahren arbeiten hier nicht mehr 2000, sondern 5 Leute, ist damit klar, wohin die Reise geht. Da kriegen wir noch riesen Effizienzsteigerungsvorteile und Produktivitätsvorteile. Das Thema wird gespielt. Und dazu kommt die Übernahmefantasie natürlich. Chinesen, dieser liebe, nette Panda aus Peking, der aber leider bei Übernahmen schon gemein sein kann und uns am liebsten all das, was wir können, abkaufen möchte. Ja? Alles, von A bis Z. Das ist ein Thema Übernahmefantasie, die auch dafür sorgt, dass die typischen Hightech-Werte, die früher der neue Markt waren, also nichts, ja. Auf China kommen wir gleich nochmal. Okay, aber dass das weitergeht. Also das heißt, der Markt wird für mich nach einer gewissen Sommerpause, wo es auch ein bisschen volatiler wird, aber ist nicht schlimm, durchaus im Herbst wieder steigen können. Auch warum? Weil Herr Trump eben nicht die Weltwirtschaft kaputt schlägt, sondern als Unberechenbarer dafür sorgt, dass die EU natürlich wachsweich wird. Aus der Raute wird Menschen machen. Aktien hoch oder runter, Herr Bader? Hoch. Das ist meine klare Ansage. Aktien runter. Lass mich das kurz zusammenfassen. Wir haben eine einheitliche, uneinheitliche Meinung. Insofern ist auch unser Kontraindikator verwirrt. Deswegen machen wir trotzdem was, weil die Bader Bank ja sonst keine Umsätze generieren kann an der Börse, ist ganz wichtig. Wir machen den Exkurs nochmal und bleiben gleich bei dir, Ulf. Ich wollte dich nicht unhöflich abschneiden, sondern einfach die Chance nutzen, um zu zeigen, wie interessant unsere Expertenrunde ist, weil sie haben viele Meinungen und wissen danach trotzdem nicht, was sie machen sollen. Wir schauen jetzt mal nach Asien, nach China. In Deutschland wird über die Notwendigkeit von Infrastrukturinvestitionen lange debattiert. In China dagegen läuft eine gigantische, das hat der Herr Robert ja schon angesprochen, Investitionswelle in neue Handelsrouten. Ein Stichwort hier, One Belt, One Road. Verschlafen wir in Europa den Anschluss? Was das Thema Technologie angeht, ja, definitiv. Das muss man einfach so sehen. Wenn ich mir einfach nur mal Alibaba angucke und sage, schau mir den Singles Day an, die haben an einem Tag 26 Milliarden Dollar umgesetzt, digital. Und das ist nachher auch alles fulfilled worden. Also da sind die Güter, die dort bestellt wurden, bewegt worden. Das benötigt einfach eine Infrastruktur. Und der Vorteil ist einfach da, die haben halt nicht die Probleme, die die Amerikaner haben mit ihren ganzen Malls, weil die haben den Schritt einfach wie häufig einfach direkt übersprungen. Und da sind wir einfach so weit von entfernt, was das Thema Digitalisierung, Technologie angeht, da muss ich einfach nur auf die Indizes schauen, wie viel Technologieanteil ist im S&P? 20%. Wie viel ist im MSCI Emerging Market? 30% Anteil Technologie. Wie viel ist im Stock 600? 4%. Fragen? Die Frage gebe ich gleich weiter an den Gerhard Schwarz. Wir haben heute schon ja viel über Technologie und Digitalisierung gehört. Teilst du das klare Ja, Europa verschläft den Anschluss oder siehst du es anders? Ja, ich denke schon, dass wir da viele Entwicklungen verschlafen. Ich meine, das ist ja auch ein Thema beispielsweise in der Automobilbranche, die ja unsere Musterbranche ist, wo wir im Prinzip sehen müssen, dass wir uns da erst immer dann bewegen, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Irgendwie hat sich da so die Politik auch breit gemacht, was ja bei uns so der Politikstil geworden ist. Erstmal wird versucht, alles auszusitzen,
dann, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht, kommt man irgendwie mit einem Schnellschuss und geht genau in die andere Richtung. Und genau das sehen wir jetzt in der Automobilbranche auch, wo man von heute auf morgen jetzt versucht, eine riesen Elektromobilitätsinitiative zu machen. Aber es ist nur dann da, wenn wir Druck haben. Und bei dem Breitbandausbau und bei vielen anderen Sachen, wenn man sich das immer mal schön anschaut in den ganzen Magazinen, wie es in Korea aussieht, also nicht in Nordkorea, sondern in Südkorea, und wie es bei uns aussieht mit den Übertragungsgeschwindigkeiten, dann muss man sagen, das ist doch nicht möglich. Von daher, ja, ich glaube, wir verschlafen den Anschluss. Das nehme ich gleich auf. Du hast Schlüsselbranche Automobil genannt. Diesel, also ich habe mir jetzt, bin ja ein antizyklischer Akteur, ich habe mir erst einen Diesel beschafft vor wenigen Tagen. Nee, mit M-Kennzeichen. Dieselfahrverbot in Hamburg und eventuell noch andere deutschen Städten. Ist das eine Aufbruchschance für neue Technologien in der Automobilindustrie oder ein symptomatisches Gefahrenzeichen für eine schwerfällig gewordene Schlüsselbranche? Wer möchte es beantworten? Einer darf. Also erstmal muss man sagen, dass die Politik auch Schuld daran hat, dass die deutsche Automobilkultur kaputtgeschossen worden ist. Wenn ein Wahlkampf von Frau Merkel, aber auch von denen der SPD mitgemacht hat, weiß, die mag man gar nicht, die Autobranche, habe ich den Eindruck. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist, wir müssen aufpassen, weil im Handelsbereich, ich sehe keinen Handelskrieg, aber es wird zumindest im Export schwieriger. Deutschland muss realisieren, dass die exportsüßen Dornröschen Schlaf, den wir im Augenblick haben, da werden wir wach geküsst, aber nicht vom schmucken Prinz, sondern von einem King of America mit handelsprotektionistischem Mundgeruch. Also müssen wir schon sehen, was wir machen. Also müssen wir Industriestandort hier definitiv steigern. Auch mit E-Mobilität, aber nicht nur E-Mobilität, es gibt auch die Brennstoffzelle, dass wir nicht hinterherlaufen, wie die Ratten dem Rattenfänger von Hameln, sondern dass wir auch versuchen, was Neues zu machen. Ich weiß, dass Toyota die Brennstoffzelle massiv betreibt, das sollten wir auch machen, weil E-Mobilität können andere auch, die Chinesen auch. Da sind wir nicht so toll, dass wir sagen müssen, da können wir das, was wir über 30, 40 Jahre in der Automobilkultur geschafft haben, mit kompensieren. Da passiert viel zu wenig. Aber solange man Angst haben muss an der Frankfurter Börse, dass da morgens mittlerweile die Internationale gesungen wird, ja, dann habe ich Angst, dass dieser Sozialismus in Anführungszeichen nach und vor die Butter vom Brot nimmt. Robert, lass uns den Schwenk machen von den Rattenfängern aus Hameln zum Aktienhändler aus Unterschleißheim. Herr Bader, wie attraktiv ist ein Einstieg bei Bitcoin nach dem zwischenzeitlichen Rückgang um sage und schreibe 70%? Man spricht ja häufig von Bitcoins als Kryptowährung. Krypto stimmt, aber Währung, das stimmt leider nicht. Es ist heiße Luft, denn hinter jeder Währung steckt eine Sicherheit. Hinter Bitcoin und Co. steckt heiße Luft, nämlich nichts. Und aus diesem Grunde habe ich vorhin auch schon gesagt, lieber Gold als Bitcoin. Ein goldenes Stichwort im wahrsten Sinne des Wortes, Ulf. Der Goldpreis hat sich in den letzten 5 Jahren weitgehend seitwärts um 1.300 US-Dollar entwickelt. Wann wird der Preis wieder anziehen und lohnt sich? Vor allem, wir sind ja hier alle, ich werde zumindest in zwar nicht stark, aber etwas in Euro bezahlt. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, auch hier, wir machen ja die Spendensammlung dann für den 1. FC Nürnberg, da nehme ich mir einfach was raus. Oliver, andere arbeiten ehrenamtlich. Der Goldpreis ist ja in den letzten 5 Jahren weitgehend seitwärts um 1.300 US-Dollar geschwankt. Wird der Preis wieder anziehen und lohnt sich auch ein Investment für Euro-Investoren wie uns? Ja, wenn man davon ausgeht, dass der Dollar festgeht, ist das eigentlich kein gutes Umfeld für Gold. Aber auf der anderen Seite sind relativ wenig Investitionen in den letzten Jahren getätigt worden. Und das heißt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen mehr weg von dem, wie wir traditionell auf Gold schauen, als Währung, sondern wirklich Angebot-Nachfrage mal schauen. Und da gilt im Übrigen dasselbe, und deshalb bin ich beim Öl nicht ganz so sicher, da gilt dasselbe fürs Öl, da ist praktisch nichts investiert worden, nur in den USA, und dort vor allen Dingen im sogenannten Permian Bazaar. Da fehlen aber schlichtweg momentan die Pipelines.
um das Öl da wegzubringen. Und deshalb habe ich einen Spread zwischen den beiden Sorten von $10, der tendenziell immer weitergeht. Also ich glaube, wir sollten mehr und mehr darauf achten, uns anzuschauen, wie ist Angebot und Nachfrage. Und wenn ich sehe, dass in Venezuela Militärs Öl fördern sollen, dann wundert mich nicht, dass das nicht funktioniert. Das sollten doch besser Geologen machen. Wir sind fast am Ende unserer Expertenrunde angekommen. Ich würde gerne noch, ich glaube, für Sie als Vermögensverwalter eine zentrale Frage stellen. Sie haben die Verantwortung, die Gelder Ihrer Kunden langfristig anzulegen. Und wenn heute ein 30-Jähriger entweder digital zu Ihnen im Internet vorbeischaut und Ihnen die Risikoneigung mitteilt oder persönlich bei Ihnen vorbeikommt und sich beraten lässt, was empfehlen die vier Herren hier am Podium einem heute 30-Jährigen idealerweise? Wie soll er sein Geld anlegen, Gerhard Schwarz? Für einen 30-Jährigen würde ich sagen, ist das Wichtigste, zweigleisig zu fahren. Einerseits mit Finanzprodukten auf Aktien. Auf der anderen Seite natürlich der Vermögensaufbau mit der eigenen Immobilie, das sollte Hand in Hand gehen. Und wie man dann die Präferenzen setzt, ob man eher auf das aktive Investment setzt oder auf das passive, das muss man dann selber entscheiden. Ich glaube, was aber auch vielleicht in dem Alter schon Sinn macht, ist, dass man sich halt vielleicht ein bisschen löst von starren Anlagekonzepten, dass man sagt, das eine oder das andere ist gut. Wir wissen alle, der Zyklus ist nicht mehr ganz jung. Von daher zu sagen, heute auf jeden Fall alles in Aktien, wenn du irgendwas vorsorgen willst, würde ich auch nicht machen. Das heißt, man bräuchte sicherlich irgendwie eine Art Overlay-Management, um da auch ein bisschen risikoreichere Phasen abzufedern. Robert, kurz. Gut, dem 30-Jährigen sagen wir, Finger weg von Zinspapieren, so attraktiv wie Fußpilz, erstens. Zweitens, Sachkapital ist wichtig, Immobilien, ein bisschen Gold und Aktie, am liebsten auch regelmäßig, das wird die Fondsbranche freuen, jeden Monat, man kann nicht verhindern, im Auf und Ab längerfristig reich zu werden. Ich sehe meine Tochter, eine gute Partie, so übrigens noch ein Freund. Ja? So, also das auch wichtig, was sollte man machen? Vielleicht was für meinen Sohn. Der ist zu jung. Dann werden wir gemeinsam Großeltern. Außerdem hast du eben dein Gehalt in Zweifel gezogen. Also ich verspende meine Tochter nicht. Ja. Also entscheidend ist natürlich, dass man als Euroanleger Europa schon macht, weil die Unternehmen schon gut sind, auch wenn sie immer stärker in Asien und Amerika investieren. Ich finde Amerika nach wie vor sexy. Da wird was gemacht. Herr Trump mag zwar für vielen sonderbar sein, aber für den Standort ist das schon wichtig. Ich mag die Emerging Markets in Abgrenzung, dass man die Spreu vom Weizen trennt. Und wer das längerfristig macht, der muss keine Angst um die Altersvorsorge haben. Dem droht sicherlich definitiv nicht Hartz IV. Ich bin der Meinung, das Entscheidende für einen jungen Menschen, ob er jetzt 30 oder 25 oder 20 Jahre alt ist, ist, dass er regelmäßig einen Teil seines Einkommens zurücklegt und anlegt. Weil die meisten Menschen das nicht selbst tun können, die Expertise nicht haben, sollten sie das in Fonds machen. Aber regelmäßig, das ist das Entscheidende, völlig gleichgültig, ob die Kurse hoch sind oder niedrig sind, sie sollten regelmäßig Geld anlegen und das sollten sie vorwiegend auf eine internationale Basis stellen, nicht nur deutsche Aktien oder nicht nur Eurostoxx-Aktien zu haben, sondern sie sollten das auf internationaler Basis machen. Denn wir müssen bitte immer dran denken, seit Jahren, volkswirtschaftlich jetzt gesehen, seit Jahren schrumpft der Kapitalstock der europäischen Wirtschaft. Der Kapitalstock in China, in USA, der steigt. Und zwar steigt immens, insbesondere in China und in ausgewählten südostasiatischen Märkten. Weniger in Japan. Dort schrumpft er ebenfalls. Aber in diesen anderen Märkten muss man unbedingt sein Geld anlegen und muss es auf einer regelmäßigen Basis tun. Das Zweite ist, es sind zu viele Schulden in der Welt. Früher oder später, wann immer es auch sein wird, wird es zu einem Schuldenschnitt, und zwar zu einem weltweiten Schuldenschnitt kommen.
Herr Riedl und ich, wir waren am Donnerstag auf einer Konferenz in Hamburg, auf der Herr Sinn gesprochen hat. Und Herr Sinn hat volkswirtschaftlich ein hervorragendes Modell und zeigt ganz genau die Probleme auf, wo es hakt und wo es wirklich schlimm ist. Und er sagt auch, so wie es jetzt aussieht, es wird immer noch schlimmer. Und dann ist er gefragt worden aus dem Publikum, und wann glauben Sie, dass die große Krise beginnt? Und dann hat er die Schulter gezuckt, hat sich etwas gewundert und hat gesagt, er weiß es auch nicht. Das kann in 14 Tagen kommen, das kann in 10 Jahren kommen. Und das bedeutet meines Erachtens, dass man immer, auch als junger Mensch, auch beginnen muss, einen gewissen Prozentsatz seines Geldes anzulegen in Gold. Nicht in Bitcoin, in wirklich werthaltigem, in Gold. Ulf, jetzt ist es aufgelegt als Fondsanbieter. Ja. Ich war im Mai mal wieder bei Warren Buffett auf der Hauptversammlung. Ich war nicht alleine, wir waren 40.000 Leute. Skalierbares Businessmodell. Am Vorabend hatten wir ein Dinner, so 40, 50 Leute, und da war ein Mann, der war 70. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und er sagte mir, ich habe vor 40 Jahren Berkshire-Aktien gekauft. Und ich habe nie ein Stück verkauft. Der kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Also meine Message an den 30-Jährigen, der einen Anlagehorizont hat, der ein bisschen länger ist, Aktien, Value, Nebenwerte und dann noch einen begnadeten Stockpicker. Mehr kann man nicht wollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir hat die Expertenrunde wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wenn es Ihnen auch Spaß gemacht hat, dürfen Sie jetzt gern klatschen. Damit kommen wir zum Abschluss des dritten Tags der offenen Tür, dem Tag der Vermögensverwalter der Baader Bank. Unser Ziel heute war, Sie von uns, von den Dienstleistungen der Baader Bank zu überzeugen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns jetzt im Nachgang über Themen wie skalierbare Businessmodelle, Schlachten von Cash Cows, geschlachtet wurde auch schon, weil ich habe den Grill gesehen, bei Barbecue, Drinks und guter Musik noch unterhalten können. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren.